Ja, Leute, was geht denn jetzt mit mir? Heute werden wir auf Bibi und Julian oder halt allgemein Prank Bros und auch Simon hat Werbung für dieses Game hier gemacht und dieses Game ist absoluter Rotz, ja. Aber ja, ich bin gerade im Livestream, deswegen sehen jetzt die Leute zum ersten Mal, was ich hier so rede und mache und tue, wenn ich ein Video aufnehme. Aber, ja, wie gesagt, wir reagieren heute auf die schlimmste und peinlichste Werbung, die es jemals gab. Und ich hoffe, euch gefällt das. Lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Ein Kommentar wäre auch erwünscht. Oder würde ich sagen, ach so, ja, Creator-Code natürlich auch noch da einschreiben in Fortnite, ja. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und let's go. Let's go. Ja, drei Hammer. Wie lange brauchst du noch? Ich wechsle nur kurz die Größe. Attacke. Was? Nein! Du hast mein komplettes Dorf zerstört. Ich dachte, du würdest dich umziehen. Bibi! Oh, Entschuldigung! Was machst du da, Julian? Coin Master! Spiel ist jetzt kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich. Lade es dir jetzt runter. Also, Jungs, nach diesem Video muss ich ehrlich sagen, ich möchte das Spiel spielen. Ich möchte mir das jetzt runterladen. Weil ich dann nackte Frauen sehen kann oder beobachten kann, ja? Woo! Und was soll ich bitte unter dieser Werbung verstehen? Also, wir schauen es uns doch mal an und jetzt werde ich ein bisschen mehr sagen, ja? Ja, drei Hammer. Wie lange brauchst du noch? Ja, drei Hammer. Das habe ich mitgekriegt von einem anderen YouTuber. Ich bin tot. Und zwar, man kann da ja so, wie im Online-Casino halt, ne, so einen Teil schieben, wenn man drei Hammer hat, dann kann man jemand anders eingreifen. Ja, das weiß ich noch. Okay. Ich wechsle nur kurz die Größe. Attacke. Was? Nein. Okay, man hat jetzt gesehen, sie greift ihn an, ja? Bis jetzt ja noch alles okay. Ja, also man versteht langsam, es geht ums Angreifen, ja? Du hast mein komplettes... Sie rennt jetzt aber hier weg. Das Dorf zerstört. Ich dachte, du würdest dich umziehen. Bibi. Oh, Entschuldigung. Dann verstehe ich nicht, warum. Also jetzt müsste ja irgendetwas kommen. Ich habe ja schon, ich habe das Spiel schon ein bisschen angeguckt und so. Also ich habe es mir nicht runtergeladen, zum Glück. Oh mein Gott. Aber ich habe mir so gedacht, so okay. Ich verstehe langsam das Spiel. Ich kann ja mal auf die Werbung jetzt drauf reagieren. Und dann dachte ich mir so, warum nicht? Aber hier verstehe ich jetzt nicht, man müsste ja irgendwie Rache oder so machen können oder so, aber da verstehe ich nicht. Was machst du da, Julian? Coin Master. Spiel ist jetzt kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich. Lade es dir jetzt runter. Ich verstehe natürlich auch die Werbung. Ja, ist ja nicht so, als ob es mich ein bisschen triggert, man, dass die so viel Geld verdienen durch das. Bibi Coin, oh nee, da gab es noch eine. Oh nee. Mal eine Runde Coin Master spielen. Nein! Oh, jetzt hat Max mein Dorf. Hat dein Dorf angegriffen. Okay, da sieht man wieder, Dorf wurde angegriffen. Sie hat irgendwas gedingst, ja? Dorf angegriffen. Oh nein! Ach so, anscheinend können alle anderen auch noch dein Dorf angreifen. Jetzt brennt irgendwie die Küche hinten rum. Oh Mist! Ich bin vielleicht kein Meister in der Küche, aber dafür bin ich der Coin Master. Hä? 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 Ist die... Sie ist kein Coin Master. Sie ist kein Küchenmaster, dafür ein Coin Master. Sie wurde zweimal attackiert und hat zweimal verloren und hat nicht mal zurück angegriffen. The fuck? Sie hat ja zweimal verloren. Hä? Lass mal eine Runde Coin Master spielen. Yes. Yes, und man versteht nicht, was das für eine Quatsch ist, man. Diese Bibi, oh mein Gott. Okay, diese Werbung verstehe ich schon mal nicht. Oh, guckt mal die Bewertung an. Okay,
Dann weiß ich noch, dass Simon, der liebe Simon, ja, der hier, Coinmaster, ja. Simon Lessie und Enisa Coinmaster, die haben ja auch für die Werbung gemacht, ja. Sorry Chat, ich gehe danach auf euch ein, ja. So. Da hier sieht die Bewertung noch gut aus, aber ich der kann ja nichts dafür. Nee, bitte die Videos nicht disliken von den Leuten, die können nichts dafür, ja. So, wir schauen jetzt mal hier rein. Oh Gott, wie sie schon da liegt. Och nee, da werden wieder die Klicks auf den Nacken geholt. Muss es wieder sein? Der hat jetzt eine ganze Drehung dafür gemacht, Mann. Ich habe meine Pokale verschoben. Also. Gut, Alter. Okay, wir sagen wieder alles zusammen. So. Sie kriegt Cash, ja? Und da sollte man in diesem Spiel, sollte man anstatt die ganze Zeit Geld kriegen, ja? Und nur so, Kinder, ich rate euch nicht an, das Game runterzuladen, denn das hat mit Casino zu tun. Und Casino ist, gibt ein paar Studien, die sagen, dass wenn man auf Online schon mit Casino spielt, dass man auch früher oder später auch mal ins Casino, ins richtige Leben gehen wird. Klar, natürlich kann man das ein, zwei Mal machen in seinem Leben, aber bitte schaut doch bitte darauf, dass ihr erst 18 seid, wenn ihr euch das runterladen dürft, könnt, denn das hat was mit Online-Casino zu tun. Also bitteschön, beachtet das. Dankeschön. Also, okay, man sieht, sie hat Geld gekriegt und ihr Dorf wurde angegriffen, ja? So, sie kriegt drei Hammer, das habe ich vorhin angesprochen. Jetzt kann man jemanden zurück angreifen. Angriff. Was? Sie haben mich angegriffen? Nein, das kann nicht sein. Ruf sie kurz an. Simon, ruf mich an. Hä? Aber, hä? Der hat sie doch vorhin, in dem Spiel geht es ja um Rache und dann, also, er hat ja ihn gerade angerufen und, sie hat ihn jetzt gerade angerufen. Nee, umgekehrt. Er hat sie gerade angegriffen und sie greift halt zurück, ja? Rache, ja? Kam ja in dieses Spiel. Und dann kommt der Anruf. Hä? Sie hat mich angegriffen. Ach nee, Digga, hat sie nicht, oder? Logisch hat sie dich angegriffen, weil du sie angegriffen hast. Warum rufst du sie dann an, wenn du sie schon angreifst? Und warum heißt es danach, kein gutes Spiel für deine Beziehung. Dann greift euch doch gegenseitig nicht an, wenn das nicht so gut ist für die Beziehung. Meine Fresse, ey. Hast du mich weggedrückt? Deine Mami, Alter. Okay, und jetzt kommen noch die schlimmsten Leute, die dafür ausgewählt worden sind. Die hier. Noch schlimmer. Ja? Wo haben wir die? Purple Coinmaster Werbung, hier. Martin Kelb ist der Coinmaster, aber nicht mehr lange. Ich werde ihn jetzt pranken. Jo, was geht ab? Jo, alles gut? Wo rein, Alter? Warte mal, was? Was ist denn jetzt los? Warte. Also, ich spule nochmal zurück, ja? So. Also.
Martin Kelb ist der Coin Master, aber nicht mehr lange. Ich werde ihn jetzt pranken. Man kann also dreimal Chili kriegen, was auch immer das heißen soll. Ich will mir jetzt das Game gerade runterladen. Lass doch mal anschauen, Alter. Ja? Warum ich jetzt fucking drei Chilis kriege? Man sieht ja, man, also Digga, wenn ich jetzt drei Chilis kriege, muss ich jetzt jemanden pranken oder was? Meine Güte, ey. Jo, was geht ab? Ja, dann, warte mal. Martin Kelb ist der Coin Master, aber nicht mehr lange. Ich werde ihn jetzt pranken. Das ist der Coin Master, aber nicht mehr lange. Was passiert denn mit diesem Coin Master, wenn ich fragen darf? Verschwindet er jetzt oder was? Und hier sieht man, okay, er tut halt wirklich Chili drauf. Aber hält, Achtung, er hält die Plastikschale dort, wo der Rand ist, ja? Merkt euch eigentlich, also merkt euch den Rand, ja? So, da, den Rand hier, ja? Jo, was geht ab? Und guckt, wie er sie ablegt. So, wo kein Rand da ist, Mann. Wie? Der kann zaubern, Mann. Jesus fucking Christ, Alter. Und bis jetzt checkt man noch nichts, um was welches die App geht, ja? Jo, alles gut. Ah, ja, au. Okay, und jetzt kleiner, also drüber kann man diese Werbung ja nicht mehr machen, warte mal. So, und wenn sie das Stück essen, ist die Pizza natürlich dann wieder so. Hä? Rein, Alter. Und Chili merkt man natürlich auch so viel später, ja? Nee. Chili ist nix, also Gott, Alter. Chili Mac, der ist direkt, der beißt in etwas rein, ja? Ich muss jetzt ganz kurz ein USB. USB muss leider dafür sterben, ja? Man nehme ein USB. Man nehme Chili und macht das drauf, ja? Ist jetzt halt weiser, wie wir es halt sehen. Da müssen wir halt irgendwas Rotes nehmen, ja? Man beißt rein. Ja? Man, und dann, ja, ne? Isst man, kaut man ein bisschen drauf und plötzlich dann irgendwann nach 20 Sekunden merkt man, dass da vielleicht etwas Scharfes ist. Er isst die Pizza einmal so rein und er denkt, es ist schon scharf. Ja, und hier unten steht ja auch scharf, Alter. Ich werde jetzt Kelvins Dorf angreifen. Hey, was, hast du mein Dorf zerstört? Es kann nur einen geben. Ich hab meines Lebens. Es kann nur einen geben. Hey, Mann. Nee, ich hab den Drang, dieses Spiel runterzuladen. Nee, ich hab jetzt den Drang. Nee, hab ich nicht eigentlich. Meine Fresse, ey. Eieiei. Und dann haben noch Leute gemacht. Coin Master Song gab's ja auch noch, oder? Von einem. Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Everybody searching for them coins. Everybody chasing after coins. No, what I'm saying. What up, bud? Slim. Let's get it. I got a little first I just cooked up, man. I the master how to get the coins in my pocket. You ready? Yeah. Ready. Everybody searching for them coins. Woo. Everybody chasing after coins. Woo. She see the app, she wanna join. Woo. Don't play no games, just gonna go in. I'm going. Nobody can come back to my village. I think it's too dangerous at the village. Yeah. And I'm the real coin master. Yeah. Spin the wheel, get it faster. Woo. Spin the wheel and get it faster. Woo. I'm about to plunder at the village. Also es tut mir leid, aber das ist mir zu cringe. Das ist mir zu cringe. Also, ich will auch keine Bewerbung. Also 7,4 Millionen Abonnenten und also. Oh mein Gott. Oh nee, hier hat auch noch jemand einen Song gemacht. Oh Gott, nein. Oh nein. Ey, yo, gönnt euch eigentlich das Video noch von offen und ehrlich. Das sind eben meine, die haben das Ganze aufgedeckt, Mann. Die sind richtig chillig. Ey, nee. Nee. Also da bin ich raus. Ja, also da bin ich raus. Tut mir leid, aber wenn euch das Video gefallen hat, also tut mir leid, wenn ihr jetzt irgendwie Kopfschmerzen seid oder tot seid, so wie es die ganze Zeit im Twitch-Chat steht. Kommt mal gerne vorbei auf Twitch. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich doch sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen könntet. Und dann würden wir uns sehen. Haut rein, tschüss. Peace.
Yes. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.